Weiter geht's auf der Safe Lane. Läuft heute soweit ganz gut damit. Hoffen wir, dass es so bleibt. Wenn die Spiele nicht ganz ohne sind. Was haben wir denn da? Magic, Damage und AoE, Silence, Disable. Und ein Patch. Your pick. Lina, Magic Damage, auch Disable. Das was wie ein Lifestealer ganz gut gegen Glimps, auch gegen Lina-Kombos. Spectre tankt einfach viel weg. Und ich habe ja gerade gestern so gesprochen über die. Über die Spielweise, bisschen. Kratler meinte noch, Juggernaut wäre besser als Lifestealer. Juggernaut. Finde ich nicht unbedingt. Ja, haben beide die ähnliche, das eingebaute BKB sozusagen. Was sie ganz gut macht. Abgesehen davon noch ein paar andere Vor- und Nachteile. Können wir mal kurz gucken, wie die Winrate zum Beispiel ist. Ich glaube, die von Lifestealer ist ein bisschen höher noch. Also speziell auf der Spieler, meinst du allgemein, guck mal bei Divine. So. Schau mal, wo Lifestealer und Juggernaut da so sind. Hab ich schon übersehen. Da ist die Spectre bei 50,2, ist der Lifestealer unter 50. Schon vorbei ist gescrollt. Nicht, dass sie halt oben sind, ehrlich gesagt. Die letzten. Da ist der Lifestealer 49,3. Juggernaut 48. Gar nicht mal so gut. Pack. So unten gegen Pack und Lina. Ne, Pack und Patch. Mit Lina. Das Raptor AM OMG, Pack und Patch. Ein bisschen Regeneration mit. Ich glaube, ein Stick ist in dem Spiel gar nicht so schlecht. Oder? Unentschlossen. Jetzt bin ich ein bisschen spät. Muss alleine aufpassen. Wenn es nicht 65 Gold gewesen und 70, hätte ich mir noch eine Mango geholt. So. Hätte ich mir doch einen Stick holen sollen. God, I really hope this match ends up being of any cosmic significance. From order to disorder. Slina Patch? Let's give them a booster. Anscheinend. Dann ist Pack in der Mitte, okay. Dann ist Patch die 3. Fange ich gleich mit Dispersion an. Ich jetzt meinen Mana noch. Oh, sehr schön. Den Stun verschwendet. Wir haben trotzdem den Nei bekommen. Und den auch noch. Und die Lina hat ja nicht mal einen Blightstone.
It was mine anyway. He's gonna pull. Yeah, it's fine if he single pulls though. Na, kannst ja immer. Hast ja trotzdem XP-Vorteil. Das unterschätzt irgendwie viele, weil sie sind noch so ein bisschen in dieser ganzen statischen Laning-Phase gefangen. Und der Line macht das schön. Nein! Daneben geklickt. Sehr schön. Ein bisschen Creep. Damage kriegst du mich auch noch ab. Der Line spielt schön mit. Und der Patsch hat den Hooks noch nicht getroffen. So als Dreier eh. Careful Line. Schaden macht er auf dem Level 140. That's okay. He has no self, no healing. Ich habe auch kein Quelling Blade, fällt mir gerade mal so nebenbei auf. Oh, interessante Start. Ich habe schon vorhin komisch, dass ich irgendwie diese Start-Items habe. Ich habe auch kein Quelling Blade gekauft. Interesting. Der Line spielt richtig schön mit. So spielt man Position 5 Line. I'm grabbing the box. Ist nicht gut, wer jetzt? Dann. Und ich spiele die Spectre auch nicht so ganz scheiße. Aha. Dafür spielt die Lina nicht besonders gut.
Lyon, passen Sie auf. Ja, ja. Die Idee war nicht ganz schlecht. Auch was ich nicht geguckt werde. Den Patsch, die beiden outplayen mir einfach richtig hart mal. Also komplett. I think he ran back and tipping. Is bottom okay? Yes, very. Jetzt mein Curry einmal hier quer über die Map. Fat stack here, TA. Grab it. TA, grab a sec. Your bottom tower is under attack. Tippy bottle, tippy. Iron bot, sorry. I'm gonna grab the outpost, guys. Patch TPs? Dann kurz überlegt, ich bin Decker nur für die Vision. Das war zu hohle. Na kommt. Aha, der Decker-Pull, ich werd bescheuert. Was ist das für ein Spectre-Profi hier eigentlich am Werk? Ist ja unfassbar. Das ist ja unfassbar. Nein! For fuck's sake. You've been mid tower taking damage. Dominating. No. Fuck.
dem Line helfen. Anti-Mage is having good game as always. I tried my best. I have a really good game as well. So it should be fine. This AM is gonna fuck this I'm gonna be back in a few seconds. I got There's a stack here, TA, if you wanna take it. Or Underlord. I'll take it. Fuck is coming here, you need to back up. Good job. I don't think we can contest this. Please leave the creeps to me here. Like, I'm quite stationary. Thank you. Der Dagger Cooldown zu hoch. Enemy's middle tower demolished. I don't think I can go top anymore. I'm just gonna feed. I just did my up. Come and clan. Nice fire, so good. You could, we can kill AM if you stand him. Ups. Na, wo ich mit meinen. War ich gar nicht geplant. Das wollte ich nicht an der Stelle. Mid-tower taking damage. Enemies are ravaging your middle tower and it's a dire structures are fortified. Nein, der Range Creep. We can't keep feeding AM like this, he's 4-0 now. Push the wave and help you. Three are bottom. Disruptor, Lina and Pudge. I'm just pushing here, got this TNT. They warded here. They just warded here. Alright, I got it. Your bottom tower is under attack. Your bottom tower is in ruins. An acceptable amount of damage. Lina's here. Lord, you can't keep killing. Okay.
to teach one another. I got stopped though. That's not that bad. Death, love, fear, and getting to come back immediately after your murder. Pacho's missing bot. Let me farm bottom. Yes, of course. Thank you. Yes, thank you. Can get some more. I'm coming to D ward. You said they warded here? I think they warded here and the sentry is here. Der Cook, so bin ich zu meinen Supports. I got my Radiance in 1 or 2 minutes. It's like a really fast one. Sorry. We just... I'm dead. I'm coming. We can... Still on the map. Me neither. Okay, I got my Radiance now. We kind of have to push because AM is going to split push this entire. Yeah, but like I can fight much easier now and farm faster. So we should be fine. But AM will be annoying, that's true. Rüstung ist ziemlich sexy. Ich heim mich nochmal kurz hoch. Den Vampire Fangs ein bisschen. I will leave you the code and I'll try to farm their jungle or something. Tia, you can farm here. I'll push the wave. Radiant structures are falling. They really want to defend this outpost. I don't think they can. I'll take their outpost, so we're okay. Go mid. Very nice. Maybe now we can go here. Yeah, take it fast. No time. Guys. Bounties? Buck is chasing me. Yeah. Get some help. Nah. I'm coming. Bit careless for me walking to the high ground. When I respawn, I got my ult ready. Just be careful right now. Just ult out. Don't wait too long. You have to like be more defensive, Underlord. They can combo you quite easily. Das war ein Underlord viel spielt, ich häufiger spiele. Jetzt verlieren wir 2 Tower dadurch. Was? Suppose we defend that bottom tower. Your bottom tower is under attack.
Mit dem Anti-Mage hat echt einen guten Start gegeben da oben. Aim is coming here. Ja, ich sah ihn. Haste. I got ult ready. Well done. Und der Patschuk um die Ecke. Der Line spielt richtig gut. Ah, he just saw me, at least. Wop. Okay, there he is. We can go here if we can touch them. Pushing T1? I'll keep. I don't know if I can TP to you guys, but I'll try to push. Just don't be too hesitant to push, to use your ult to get out. A little bit too early is better than too late. Nicht verklickt. Anti-Mage is not pushing any more top. Careful. Keep murdering. Oh shit. How did they have vision here? Got ulti in 5. Nice. Disruptors here, careful. We can kill Patch if someone catches him. Yeah, fucking no green. Oh, nice. Nice. Bounty's just spawned. Gonna take the top ones. Nice. I hear you escape. Somehow saw me here. I'm close to Prince. Mount is ready, so if you get a good fight or pick off, I can join. I have crimson here. On my way. Mann, der Lion ist eine Kanone. Holy fuck. Spielt er gut. Klaut ihr mir das? Ich mag den Helden, ja, Lion. Die meisten spielen halt nur Scheiße. Aber sehr schön, manchen Lion zu sehen. Oh, this is really good. Oh, a TA as well.
I'll take it if I get another slow, it's really good for me. I can take the... Oh, very nice. This is nice for TA. Some really nice drops. I think you should get this Spectre. Hmm. Yeah, let's go this route through. Mainly for the magic resist versus. Yeah, I'll take it. Damn it. Oh, destruction is so nice as well. That's fair. Yeah, but this Titan Sliver is better. Der Spectre Hut macht so viel Chaos und wir sind so stark jetzt als Team, selbst obwohl ich halt ein bisschen doof den Disruptor gechased habe, was echt nicht so die beste Idee war an der Stelle. Yeah, but we got a quick wave with us now. Might be, yeah, okay. Take only this. I can TPS away. Just go, Mitt. Just go, Roche. Shouldn't be doing Roche now. We just like used our spells. They are all respawning. Yeah, I don't think we should go now. I'm gonna defend bot. Wait for my haunt. It's like so strong for our team's team fights right now. We take Roche if we take get another pick off. Ah, das hab ich noch nicht eingesagt. Das ist Tome found. Was nehme ich denn als nächstes? Lena is coming here. I think they smoked or something. Ich behalte mal Buyback zu dem Zeitpunkt. Weil wir liegen stabil vorne und unangenehm wird es nur, wenn sie jetzt irgendwie nochmal uns erwischen. JDL-Action. Ja, ist lange her. Es war halt schwierig, immer zu koordinieren mit Leuten. Manche waren in der Uni, manche arbeiten, manche dies, manche das. Aber dann Termin zusammen zu finden. Prinzipiell war es aber cool, das stimmt schon. Vielleicht nochmal ein Team machen. Prinzipiell ganz gut. I'm back alive in 10. Very nice. Just chase him down. And we were not really ahead, only this anti-mage was like quite strong, but he's not ready to fight anyways, even if he could start. I got so much defensive items, so he can't just one-shot someone.
3000 HP. Na, cancelled, cancelled. What should I buy, guys? Any ideas? I got our team fight items. Yeah, what's it called? The frost card? What? Vladimir, okay. Geile Lache. Oh, God. I'm close to Vlasta. One kill. I think we can rush. Well. Yeah. Ja, ist der schon gebaitet. Ist nicht wieder rausgesprungen. Should take Roche now. They got no disruptor ulti. Let's go, let's go, let's go fast. And Puck is dead. He has no buyback, he has no buyback. Just push top after. Radiant's career is because I didn't want to give Anti-Mage this tower. On my way top in about 10 seconds.
Oh, sehr schön, hat sie noch erwischt. Team Quick and Push. Maybe just wait for my respawn. But they're dead. Okay. Yeah, two are dead, and I'm dead as well, so. 3 versus 3. Keep murdering. Nice one. Right, let's go, I got rapier, guys. Oh, he actually bought rapier. Oh my god. We have creeps, just go. I just go hit it, like, have a lot of them. Remember, every bottom matters. You will never destroy the chest arms. Can we go back now? Just think. Toll. Enemy's middle tower demolished. Hey, wenn ich mal spawn, fällt mich halt auf. So, ich spiel auch mit, Kinders. Ganz begeistert von diesem Lion. So, Harry Potter. Ja, schön gemacht. Ja, wirklich gut in der Lane schon gespielt. Und auch später einfach wirklich, wirklich, wirklich schön gespielt. Und dann habe ich halt nur ein bisschen gefarmt und meine Spectre-Sachen gemacht. Wenn Fünfeck aussieht, ein bisschen inzwischen. So sieht mein Fünfeck aus. Gutes Radiance-Timing gehabt und dann war das relativ entspannt. Wenn wir uns die Grafen anschauen, weil der Antimage hatte echt einen guten Start, es war sehr unangenehm. War gar nicht so krass gehabt. War hier auf, gleich auf mit mir, hier bin ich schon vor ihm. Ich dachte, der hätte so voll den Monster-Start gehabt. Ja, danach hat er nochmal aufgeholt, nachdem er das Battle Fury hatte hier. Okay, also er hat schon einen ziemlich guten Start gehabt für den Antimage hier, so 3 von mir und dann mit dem Battle Fury hat er eine Zeit lang. Aber konnte dann einigermaßen dranbleiben. Hier ist er bis explodiert, habe ich hier ein bisschen aufgeholt mit ein paar Teamkämpfen. Konnte er schon ganz gut an ihm dranbleiben. Ja. Das war auch schön entspannt. Es war auch schöne Kommunikation im Team sonst. Vom Underlord kriege ich auch nochmal einen Comment, weil es einfach nette Kommunikation war. Ich mir ganz gerne mag. Einfach ein bisschen gesprochen, was wir machen, Neutral Items und ne, das ist immer so sinnvolle Kommunikation, ist hier nicht verkehrt. Hat auch ein bisschen Glück mit den Items, finde ich. Das sind alles 3 super Items. Orb of Destruction ist gut, Mindbreaker ist sehr gut, Titan Sliver ist sehr gut. Da haben wir ein paar schöne Items bekommen. Titan Sliver auf Spectre ist auch echt stark. Da war Magic Resistance und Status Resistance auch nochmal dazu. Auf einem Held, der so viel EHP schon hat. Ja. Es lief eigentlich ganz gut. Ja, ich dachte irgendwie oben durch die vielen Kills, auch jetzt gerade schreibt, dass das da oben schlimm ausgehen hätte. Aber gut für uns.